Guten Morgen. Guten Morgen. Willkommen beim Themenfrühstück. Wir reden heute über die Champions League von gestern Abend. Über das beste Spiel aller Zeiten? Vielleicht. Fragezeichen. Ja. Über Stefan Leitl, der zu Hannover 96 wechselt, recht überraschend. Über eine interessante Entscheidung also. Ja, und wählen die schönsten Stadien von Ost- bis Süddeutschland. Es wird spannend. Mhm. So, guten Morgen nochmal. Guten Morgen. Moin Tim, wie geht's? Gesundheitlich ganz gut. Sehr gut. Ja, auch mental. Sehr gut. Ich stehe da so, man hat ja auch gestern Abend, wenn man vor der Glotze gesessen hat, mal für einen Moment lang wieder das Gefühl gehabt, ist schon geiler Sport. Absolut, absolut. Bevor wir da reingehen, möchte ich dir noch eine andere Frage stellen, ja, die ich weitergeben möchte vom Zuschauer Martin Focken. Der fragt, wie schmeckt Tim Jürgens das Backbander Ostfriesenbräu? Oh, das kenne ich nicht. Das kennst du nicht? Martin, was ist das denn jetzt wieder? Dann bietet er an, bei seinem Besuch in Berlin im Juni ein paar Flaschen hier vorbeizubringen. Ja, da bin ich sehr gespannt. Ich auch. Also Backbander, Martin, bevor du kommst, du kannst gerne kommen, du kannst auch gerne natürlich hier Bier abliefern, da freuen wir uns immer. Auch die Kollegen, ich könnte mir sogar vorstellen, ja, dass Luis, ja, gebürtiger Berliner, das Backbander mal probieren würde. Absolut. Was mich natürlich interessieren würde, ist es wirklich in Backband gebraut oder ist es doch wieder irgendeine bayerische Brauerei, die sagt, komm her, wir machen mal ein bisschen Geld in Ostfriesland. Das nur am Rande. Ich bin gespannt auf die Antwort. Wenn sie kommt, trage ich sie hier rein. Aber ja, lass uns gerne über das Spiel gestern Abend reden. Hier in den Kommentaren wird auch schon geschrieben, das war ein Fußballfest, etc. etc. Und ich muss zustimmen, ich war angetan. Es war ein verrücktes Fußballspiel mit sehr, sehr guten Offensiven und schrecklichen, ja, Defensiven. Zum Glück, weil das hat es so toll gemacht, fand ich. Also angesichts der Spieler, die da auf dem Platz standen, zu sagen, schreckliche Defensiven, da, ja, musst du dir mal ein Spiel vom HSV angucken. Aber, ja, oder von Hertha BSC. Ich will jetzt nicht gleich wieder mit den ganz steilen Thesen kommen, aber ich will sagen, Benzema, mhm, ist für mich inzwischen der beste Stürmer aller Zeiten. Wir reden über Cristiano Ronaldo, okay, wir reden über Real ohne Ronaldo, kann nicht funktionieren, aber seit 2009, ja, in der Mannschaft als 22-Jähriger dahin gekommen. Offensichtlich privat ja ein spezieller Typ, ja, da brauchen wir nicht drüber zu sprechen, absolut, aber er liefert ab. Total. Ich habe jetzt gerade nochmal gelesen, er ist der älteste Spieler, der jemals in der Champions League ein Hattrick geschossen hat, mhm, erzielt hat, mit 34 und 108 Tagen. Mhm. Und er ist ja, Ende des Jahres wird er 35, ja, und er trifft, auf ihn ist 100% Verlass. Und dazu, ich habe auch noch eine Statistik, er hat jetzt in den 5 K.O.-Spielen dieser Champions League-Saison bislang gegen Paris, Chelsea und Manchester City 9 Tore geschossen. Der Rekord für die meisten Tore, ja, in den K.O.-Spielen in einer Saison liegt bei 10 von Cristiano Ronaldo. Dürfte er knacken? Ich bin insofern bei dir, dass er für mich auf jeden Fall mindestens eigentlich Weltfußballer werden muss dieses Jahr. Der Mann hat jetzt, glaube ich, 40 Pflichtspieltore, 14 allein, glaube ich, in der Champions League. Und wenn man gestern dieses 1:2 sieht, wo man sagen muss, zum Zeitpunkt hätte, ja, Manchester City gut und gerne 3-4-0 führen können, der kriegt halt eine Flanke an den 16er, die so halb hoch auf Kniehöhe kommt, guckt gar nicht zum Tor und legt den mit der Innenseite so perfekt in den Innenpfosten. Also Wahnsinn. Ja. Toller Stürmer, absolut. Und da frage ich mich, woran liegt das eigentlich, dass, oder ist das nur die deutsche Sicht, mhm, auf Benzema, den französischen Stürmern bei Real, dass wir ihn hier eigentlich immer noch so, eigentlich nicht in diesem engeren Kreis der Messis, der Ronaldos, von mir aus auch der Lewandowskis sehen. Immer so eine Stufe drunter, ja, ne? Woran liegt das? Gefühlt? Ja, es ist eine gute Frage. Liegt das an seiner, spielt das, sorry, ja, muss ich jetzt mal sagen, liegt das auch an so seiner Optik? Liegt das möglicherweise natürlich auch an seiner Vorstrafe? Das, ich weiß gar nicht, er das ist, glaube ich, noch auf Bewährung. Vorstellen mit der Vorstrafe. Ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, weil sein, wie er jetzt seine Tore schießt und wie er stürmt, ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen weniger spektakulär, als wie ein Messi oder Ronaldo ihre Tore machen, weil er jetzt einfach nicht der Überathlet ist und auch nicht der unglaubliche Techniker, aber erst dafür finde ich einfach das, was man mal einen Knipser, absolut, früher genannt hat. Ja, und vor allen Dingen, ich meine, wo knipst er? Ja. Er knipst eben nicht in der Kreisliga C, genau, sondern er knipst seit 13 Jahren bei Real, ja, Madrid. Immer auf höchstem Niveau. Gestern Champions League Halbfinale, eins der vielleicht besten Spiele der letzten 5 Jahre. Auf jeden Fall. Nicht nur offensichtlich eiskalt
Nee. vor dem Tor, sondern einfach auch mit allem ausgestattet, was man ja. als Fußballer braucht. Und das noch in einem Alter, weil ja. das wird ja auch immer wieder gesagt, ja, Cristiano Ronaldo ist als Paket so super, weil der sich eben auch in diesem Alter noch auf dem Level halten kann und so fit ist. Mhm. Aber Entschuldigung, wenn einer so trifft, ja. dann muss er doch auch fit sein. Absolut. Ja. Nee, also fantastisches Spiel. Also wie das hin und her ging, Hammer. Ich habe dann zwischenzeitlich gedacht, das Spiel hat wiederum aber auch gezeigt, dass Real Madrid jemanden wie Antonio Rüdiger tatsächlich sehr gut gebrauchen könnte. Weil das ist vielleicht die Schwachstelle, die da im Kader ist, mit Eder Militao, mit dem Nacho Monreal. Monreal? Ja, ich glaube Monreal. Der Teil der Mannschaft, der vielleicht nicht auf diesem 1AAA hohen Niveau ist. Und da könnte ich mir Toni Rüdiger so als kommenden Abwehrchef ganz in Weiß sehr gut vorstellen. Ich muss auch noch was sagen. Ich ja. habe noch nie die neue Regel oder die alte Regel, dass die Auswärtstorregel nicht mehr so gilt, so gut gefunden wie ja, nach diesem absolut. Spiel gestern, weil jetzt werden wir natürlich absolut. Einschalten. Wann ist es? Nächste Woche, übernächste Woche? Nächste Woche, Mittwoch. Nächste Woche, meine Güte. Ja. Also da steht mir jetzt schon der Schweiß auf der Stirn ja. Angesichts dieses Spiels. Da bin ich von der ersten Minute dabei. Ja, ich auch. Also es war ich schalte ja normalerweise immer nur ab der 75. Minute. Ja. Nee, es war ein Fußballspiel. Es war fantastisch und ich glaube, es ging allen Leuten so, die dazugeguckt haben, dass man wirklich gesagt hat, boah, das ist mal wieder ein Spiel, wo man gar nicht hinterherkommt. Wo dann City das 3:1 macht, fast im Gegenzug, wo Vinicius Junior einmal quasi das halbe Spielfeld runterläuft. Hammer. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und ich muss sagen, diese Realtruppe mit diesen Allstars, die irgendwie fast jetzt schon in so eine Underdog-Rolle gerutscht sind, ich finde die cool. Ich finde, es ist eine coole Truppe. Gefällt mir gut. Carlo Ancelotti. Ja. Wo hat er nicht funktioniert? Beim FC Bayern. Und beim FC Everton? Vielleicht noch? Okay, jetzt greifst ja, du... Aber ja. ja, aber an und für sich, er kann ja. Weltvereine... Das hat er bewiesen. Nur absolut. Der FC Bayern nicht. Oder? Ja, so war es auf jeden Fall. Ne? Der war. Wer hat ihn denn nochmal beerbt? Dann Heinkes nochmal, oder? Ja. Ja, genau, ich wollte gerade sagen. Stefan Pietsch schreibt zum Beispiel: Wenn Real die Champions League gewinnt, muss Benzema den Ballon d'Or gewinnen und auch Fußballer Europas werden. Absolut. Gut. Ich gucke mal gestern noch. Matthias Borgert schreibt: Es war gestern toll zu sehen, wie er seine Sturmkollegen auf dem Platz koordiniert hat. Mhm. Und ich gucke, Martin Focken, um die Geschichte jetzt nochmal rund zu machen. Er schreibt auf deine Nachfrage in Privatbrauerei, fest in Ostfriesland, historische Landbrauerei mit Brauhaus. Spitze. Das klingt fantastisch. Martin, ich freue mich auf dein Kommen und ich freue mich auf die Verkostung. Ich mich auch, sage ich jetzt einfach mal. Ja, also, tatsächlich aus Backband erwartet man nicht unbedingt ein gutes Bier. Okay. Muss ich ganz offen gestehen. Ist es nicht so? Ich hoffe, das ist jetzt kein Tritt vor Schienbein. Ja. Backband ist für mich immer so ein Ort, da fährt man so durch. Okay. Alles aber ich klar. glaube, das sehen dann doch mehr oder weniger alle, die außer denen natürlich, die da wohnen. Mhm. So. Veit wirft noch ein. Modric gestern relativ unauffällig, bis auf seine unmenschliche Ballannahme. Ich würde noch sagen, er hat vor dem 1-2 eine Wahnsinnsgrätsche, wo man gut und gerne rot kassieren kann, aber einen Ball gewinnen, wodurch das 1-2 fällt. Also auch Luka Modric, weiß nicht, hat es mir nochmal angetan jetzt auf seine letzten Tage. Und André Kulte, oder auf seine späten, André Kulte schreibt auch direkt, Modric war überragend. Ja. Lass uns mal einen Themensprung machen, und zwar weit weg von der Champions League zu ja. Hannover 96. Für mich sehr überraschend, dass Stefan Leitl nach Hannover geht. Ich glaube, diese Meinung hast du ausnahmsweise nicht exklusiv. Nicht exklusiv, nein, das stimmt. Es wurde ja schon darüber spekuliert, also er hat viele Angebote, wo würde er hingehen, was würde er entscheiden. Mhm. Jetzt steht seit letztem Wochenende der Abstieg auch wirklich fest. Ich glaube, ja. sie waren auch alle sehr traurig, weil man hat sich da ja auch sehr wacker gehalten. Und ja. Das ist ja auch ein schweres Schicksal. Niemand hat damit gerechnet, dass sie überhaupt aufsteigen. Dann haben sie diese Saison halt durchgehalten. Und jetzt geht er und entscheidet sich für einen Verein, der noch nicht mal sicher in der nächsten Saison in der zweiten Liga spielt. Ja. Das ist schon interessant, was ich gelesen habe. Er hat mit Manager Martin Mann, heißt er, glaube ich, ne? zusammengespielt. In Darmstadt mal eine Saison zusammengespielt. Da scheint also ein Vertrauensverhältnis vorhanden zu sein, weil anders kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Und er hat sich mit Martin Kind zusammengesessen. Und wer die Gespräche von Trainern oder wer Trainern zuhört, die mal Hannover 96 trainiert haben ja. und sich an Gespräche erinnert, die sich an Gespräche mit Martin Kind erinnern,
die erzählen, dass Herr Kind natürlich auch immer sehr schnell sich für Dinge begeistern kann und ebenso schnell natürlich seine Begeisterung dann auch wieder verliert, wenn die Ergebnisse ausbleiben. Ja. Das kann er sich leisten, weil er da den ganzen Klumpatsch ja auch mitfinanziert. Aber es ist auf jeden Fall eine hochinteressante Entscheidung, dass Stefan Leitl hier ja das Stück weit das Risiko eingeht, sein Ansehen, was er sich ja erworben hat in dieser Bundesliga-Saison, auch wieder aufs Spiel zu setzen, total, indem er ausgerechnet nach Hannover geht, wo das Umfeld bekanntermaßen immer sehr unruhig ist und die Führung sich von diesen Emotionen ja auch fast schon traditionell immer wieder anstecken lässt. Deswegen, ich finde es eine interessante Entscheidung und ich drücke trotzdem, weil ich finde, er macht einen sympathischen Eindruck. Absolut. Ich finde, was er in Fürth gemacht hat, spitzenmäßig. Und insofern würde ich mir wünschen, auch im Sinne als gebürtiger Niedersachse, dass Hannover mit ihm vielleicht wieder einen Sprung nach vorne macht. Nur wenn da gleich wieder formuliert wird, jetzt aber Aufstieg, sollte man die Klasse überhaupt halten, dann könnte ich mir vorstellen, dass es schwer wird. Ja, ich glaube tatsächlich auch, also ich sehe da auch viele Risiken, aber um mal auf die Chancen zu blicken, ich glaube, dass er für Hannover 96 wiederum genau das sein könnte, was der Club braucht. Weil Stefan Leitl hat ja in Fürth gezeigt, dass der A für Kontinuität steht im Kader und was seine Spielidee angeht und dass der ein Team über Jahre wirklich formen und zu einer Einheit formen kann. Und genau das hat ja eigentlich bei 96 die letzten Jahre gefehlt. So viele verschiedene Menschen, die da am Werk gewesen sind, sehr, sehr viele Transfers, viele verschiedene Trainer und jetzt kommt da gefühlt so ein Projektleiter, sage ich es jetzt mal ganz plakativ. Und ich glaube, das kann für Hannover ein richtiger Glücksgriff werden. Mich würde es als, wie sage ich das denn? Als jemand, der 3 Jahre in Hannover gelebt und studiert hat, natürlich auch sehr freuen. Auch auf das Risiko, dass der Regisseur der Sendung hier gleich das Signal kappt. Aber ich fände es schön. Und ich finde es, wie gesagt, eher überraschend, weil es hieß ja, Schalke wäre eine Option gewesen, vielleicht sogar Hertha. Spannend, in jeglicher Hinsicht auf jeden Fall. Ich finde auch insofern interessant, weil ich dachte, da sind doch mehr Optionen. Ja. Er hat ja eine Ausstiegsklausel. Hannover zahlt 500.000 Euro Abfindung oder Ablöse genau, an Fürth. Und er entscheidet sich gegen eine Mannschaft, die ja nominell dann doch im oberen Drittel der zweiten Liga spielen wird in der kommenden Saison, für einen Verein, der wo eine gewisse Aufbauarbeit stattfinden muss, um überhaupt wieder an die Spitzengruppe anzuschließen. Ja. Ich finde es eine interessante Entscheidung. Ich denke, er wird ein gutes Gehalt ausgehandelt haben. Ja, ich weiß aber nicht, ob das rechtfertigt, diese Entscheidung. Weil ich hätte ihn doch tatsächlich eher, obwohl ich jetzt auch keinen Verein nennen kann, wo er dann in Frage gekommen wäre, eher im unteren Drittel der Bundesliga gesehen. Ja. Aber wen soll er trainieren? Weil offensichtlich der VfB Stuttgart, sofern sie dann drin bleiben, an dem Trainer festhalten wird. Bei Hertha weiß man es ja auch nicht. Weiß man auch nicht. Wäre einer gewesen für Hertha? Ich glaube ja. Ich hätte mich gefreut und viele Kumpels, mit denen ich gesprochen habe, wir hätten uns da gut mit anfreunden können. Hätte ich ihm zugetraut. Ich hätte es ihm auf jeden Fall zugetraut. Aber Jakob schreibt hier, glaube ich, genau das rein, woran die ganze Sache hängen wird. Er glaubt, Leitl wird keine Zeit bekommen, dort was zu entwickeln. Und ich glaube, das ist bleibt abzuwarten natürlich, aber darin wird es hängen. Weil hier sich Leute schon freuen, dass wir über die zweite Liga sprechen, noch eine Frage zu dir. Der HSV ist wieder 3 Punkte dran am Relegationsplatz. Ich sag's ja immer, den darf man nie abschreiben. Den darf man nie abschreiben. Und ich habe mich gestern schon in 2 privaten Gesprächen festgelegt, der steigt auf, weil der HSV genauso albern, wie er über viele Jahre nicht abgestiegen ist, würde er jetzt auch wieder aufsteigen, weil niemand mehr mit ihm rechnet. Weil jahrelang hieß es immer bis April oder März zumindest, oder bis das Derby kam, bis ein grandiose Derby-Sieg kam. Mhm. Der HSV steigt auf jeden Fall auf und dann hat es nicht geklappt und jetzt hat ihn keiner mehr auf dem Zettel. Und jetzt klappt es. Jetzt klappt es? Gebetsmühlenartig, jeden Abend zünde ich eine Kerze an von meinem Ernst-Happel-Schrein und sage, okay, nächste Saison. Hast du auf dem Schirm, wer das Restprogramm ist für den HSV? Ja, das ist auf jeden Fall nominell das leichteste, aber Restprogramm, HSV, ganz schwieriges Thema, weil wir ja wissen, am Ende des Tages, wobei die kommen jetzt nicht mehr, kommt immer der SV Sandhausen und dann verliert man wieder.
Ingolstadt. Ingolstadt, Hannover und Rostock. So, ja, Hannover, das ist ja ein Verein, der machbar. Will ja ganz oben angreifen. Ja. Ganz oben angreifen. Also noch ein letztes Wort übrigens zu Hannover. Ja. Ich glaube, der Hannover 96 hat ja im Grunde dasselbe Problem, wie der HSV über viele Jahre gehabt hat. Ich finde, jetzt in letzter Zeit hat sich das ein bisschen gebessert. Die Emotionen im Umfeld müssen letztendlich mal unabhängig von Entscheidungen bleiben und sportlichen Entscheidungen. Und ich glaube, man sehe es mir nach, lieber Herr Kind, solange Martin Kind das Sagen da hat, wird das nicht funktionieren können. Und ich glaube, das ist das größte Risiko, was Stefan Leitl eingeht. So sehr ihm Martin Mann da vielleicht auch den Rücken stärken wird, im Zweifelsfall ist der dann auch noch mit dran. Das haben wir ja auch schon alles erlebt. Ne? Ich möchte hier nur kurz einen Kommentar einwerfen. Und zwar schreibt Philipp A., man darf sich ja auch mal auf die Schulter klopfen. Ich wollte nur mal anmerken, dass ich dieses Format echt sehr gerne schaue. Macht weiter so. Das freut uns. Herzlich willkommen. Bleibt gern dabei. Das ist ja mal ein netter Kommentar. So einfach mal so zwischendurch. Ja, genau. Vielen Dank. Dann lass uns doch noch ganz kurz auf heute Abend gucken. Villarreal gegen Liverpool. Ich erinnere mich, dass wir beide hier saßen, Villarreal Bayern, und meinten, braucht man nicht einschalten, das ist eine klare Nummer. Ich sage es wieder. Und diesmal glaube ich noch fester dran, dass Liverpool heute, die spielen auch in Anfield. Ich glaube, es wird recht eindeutig und werde mich damit wieder an die Nessel setzen, aber ich glaube schon. Jo. Glaubst du an Villarreal? Nein. Nee? Alles klar. Dann. Mir wurde vor der Sendung gesagt, ich soll steile Thesen formulieren. Und die steilste These dieser Sendung ist selbstverständlich nein. Ich glaube nicht an Villarreal. Also ich in diesem Fall auch nicht. Und ich hätte auch einfach, so schön die Story ist, lieber Liverpool im Finale. Tatsächlich. Ja, dass du ein Erfolgsfan bist, das ist mir bekannt. Du bist ein Hertha-Fan. Richtig. So ist es. Dann lass uns doch gerne zum beliebten Erfolgsformat des Stadion-Votings kommen. Oh, wir sind jetzt schon in der Gruppenphase angelangt. Wir sind, und ist es der dritte Tag der Gruppenphase? Es ist der dritte Tag der Gruppenphase. Und wir gehen in die Gruppe Süd. Ich warne schon mal vor, Süd ja. Etwas weiter gefasst. Südost ist auch Südost dabei, könnte man wahrscheinlich sagen. Also alles, was im Süden von Deutschland ist. Und im Osten ist der Süden ja ein bisschen weiter nördlich. Richtig, ja. Aber auch in der ehemaligen DDR gab es einen Süden. Ja, das ist ein guter Einwand. Wir fangen an in Freiburg. Allerdings nicht mit der neuen Arena, wenn ich richtig informiert bin, sondern mit dem Dreisamstadion. Ach so, steht das noch? Das steht noch, da spielt ja auch das Drittligateam und wenn ich recht informiert bin, auch das Frauenbundesligateam. War ich leider nie, ich bin aber zweimal dran vorbeigelaufen und das war wunderschön. Da ist ja dieses Freibad, die Dreisam fließt da. Jo. Ganz schön, ganz, ist ganz schön. Beschaulich. Ja. Warst du mal drin? Ja. Es war das einzige Spiel, ich glaube, das habe ich hier schon mal erzählt, bei dem ich mal an der Trainerbank stehen durfte. Oh, echt? Also neben der Trainerbank. Ach, das hast du tatsächlich mal erzählt. Das war schon mit Christian Streich, genau. Ja. Da hat man wirklich gesehen, wie der arme Mann während eines Spiels leidet. Das ist nicht schön. Ich, ey. Also, es sind schon spezielle Gesichter, die da gezogen werden. Mhm. Ja, aber Freiburg, glaube ich, Stadion, wo sich viele darauf einigen können, vielleicht bis auf den Gästeblock. Der war immer sehr verschrien, als so mit der Schlimmste in der ganzen Republik. Wir machen weiter. Grünwalder Stadion. Ja, war ich auch schon mal drin. Auch in der Trainerbank? Nee. Nein. Ja. Das wäre, glaube ich, Tobi Ahrens Favorit, ohne dass ich ihm da Worte in den Mund legen will. Ja, natürlich. Grünwalder, das ist Fußballtradition. Nee, was ich super finde, ist die Straße hinter der... Oh je, ich weiß, hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches. Hinter der Haupttribüne ist das, glaube ich. Mhm. Die ist tatsächlich wirklich noch wie in den 60ern. Sie haben es ja jetzt auch die Außenfassade, glaube ich, vor ein paar Jahren mal renoviert. Das ist wirklich ein tolles Stadion. Ich meine, natürlich, es ist ja wirklich an der Grünwalder Straße und eben auch an dem mittleren Ring, der läuft da vorbei. Und es ist eigentlich von jeder Seite sieht es anders aus. Und das ist, finde ich, schon faszinierende Ecke, aber man kann sich vorstellen, wie München in den 60er Jahren war, wenn man hinter der, ich hoffe, es ist richtig, Haupttribüne oder Gegentribüne auf jeden Fall, in diese kleine, schmale Straße geht und wie die Spieler da damals angekommen sind, wie sie dann in die Katakomben gegangen sind. So. Also kann ich jedem nur empfehlen, wenn man in München ist, geht da mal vorbei, auch Leute, die sich vielleicht nur so peripher für Fußball interessieren, das ist wirklich schön. Alles klar. Wir machen weiter in Thüringen, in Gera, beim Stadion der Freundschaft. Zu dem ich leider nicht allzu viel sagen kann, wenn ich ganz ehrlich bin. Kann ich auch nichts zu sagen. Aber es wird nicht ohne Grund in dieser Finalausscheidung dabei sein. Ja, durch,
Man muss sagen, das sind alles super Stadien. Ne? Also das sind ja auch alles reine Fußballstadien. Da sieht man es von mir. Ach nee, das nicht. Das Guck nicht, an. Mit Laufbahn noch rum. Okay. Also sieht schon, aus der Vogelperspektive sieht es auf seine Art und Weise spektakulär aus, finde ich. Ja. Wenn jetzt drin ist. Ja, es sind viele Bäume. Wie eine Pfanne, aber, ne? So ein bisschen. Ja, ja, ist gut. Mit dem Baumring, genau. Keine Ahnung, also ja, ich war noch nie da. Und dann haben wir noch zu guter Letzt. Ja, Leipzig. Leipzig, Alfred Kunze. Ja, das ist, sagen wir, battelt sich aus meiner Perspektive mit dem Grünwalder. Mhm. In der Gruppen. Also qualifizieren sich, Felix, jetzt zwei für die nächste Runde? Okay, dann würde ich die beiden aus meiner Perspektive wählen. Ich glaube, ich auch. Wählen. Ich war leider noch nie da, steht ganz weit oben auf meiner Liste, aber das ist allein schon so ein Stadion, wenn man da irgendwie eine Zusammenfassung sieht, was einfach spektakulär aussieht, finde ich. Mit der Haupttribüne, die da nochmal so erhöht ist, hinter dieser kleinen Tribüne davor. Das ist ein richtig geiles Stadion, finde ich, wo ich sehr, sehr gerne mal hin will. Wo auch, glaube ich, immer super Stimmung ist bei Chemie. Glaube ich, immer einiges. Mit dem ICE von Berlin, Hauptbahnhof, bist du in einer Stunde da? Ich sag mal so, ich habe diese Saison zwei Auswärtsspiele gemacht, Leipzig und Union. Und ich war fast schneller von Tür zu Stadion in Leipzig als an der Alten Försterei. Ich wohne aber auch sehr nah am Berliner Hauptbahnhof, muss man dazu sagen. Ja. Das kommt dazu. Und am Samstag geht's nach Bielefeld. Da bin ich gespannt. Ja, da entscheidet sich ja einiges. Da entscheidet sich einiges. Also das Voting ist eröffnet, ihr seht es. Also du bist auch jemand von denen, die jetzt sagen, Felix Magath ist doch gar nicht so schlimm, wie er immer gemacht wird? Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich finde, man darf nicht den Fehler machen, das jetzt zu sehr zu glorifizieren. Felix Magath sollte man immer glorifizieren. Ja, doch, das stimmt. Also man muss ihm eine Sache lassen. Er hat wirklich geschafft, dass Hertha mit einer anderen Haltung Fußball spielt, mit deutlich mehr Kampf und Teamgeist. Und was er richtig gemacht hat, auch wenn das jetzt total komisch klingt, er hat dafür gesorgt, dass Hertha sich fußballerisch noch viel mehr auf das Minimum reduziert als davor schon. Und es scheint zu funktionieren. Es scheint zu funktionieren. Er überstrahlt ja alles. Ja. Was ich so interessant finde, ist, was da ein bisschen unter den Tisch fällt, ist ja das Comeback von Prince Boateng. Von Prince Boateng. Der ja auf einmal auch, obwohl er ja gefühlt gar nicht mehr richtig laufen kann, ja, auf der Strippenzieher im Spiel wieder ist. Ja, und vor allen Dingen auch so als Anführer am Sonntag habe ich das auch im Stadion, konnte man es sehr gut sehen, wie viel der einfach redet und animiert und macht was soll er sonst und machen? Tut. Also das hat Hertha lange gefehlt und das macht er sehr gut. Für 60 Minuten reicht es halt noch, danach ist auch Schluss, aber das passt auch. Ich glaube, damit kann gerade jeder leben. Und jetzt hoffe ich einfach, dass man in Bielefeld den Sack zumacht. Ich freue mich da sehr aufs Stadion, ehrlich gesagt, auf die Alm. Da hatte ich auch immer schon große Lust, mal hinzufahren. Zum Thema Boateng muss ich noch eine Sache ergänzen. Wir hatten vor der Saison ein langes Interview mit Fredi Bobic. Mhm. Und da war es noch nicht klar, dass er kommt, Kevin Prince Boateng. Aber es stand schon so, es wurde schon drüber spekuliert. Und wir haben ihn gefragt und dann habe ich gesagt, aber ist der Mann denn überhaupt noch in der Lage? Kann er noch spielen? Ja. Und sagt er, ja, so für 50, 60 Minuten geht das schon. Ja, genau. Das hat er vorher gesagt. Ja. Und ich frage mich, warum fällt denn jetzt erst Felix Magath ein, dass er für 50 oder 60 Minuten noch okay ist? Mhm. Also irgendwas muss sich doch der Manager dabei gedacht haben. Und er hat zwei Trainer gehabt, die da offensichtlich keine Fantasie entwickeln konnten. Ja, bei ihm war auch oft das Problem, dass er einfach sehr viele Rückenprobleme hatte. Hatte sehr oft Rücken. Aber nee, du hast schon recht, auch oft einfach nicht gebracht worden, tatsächlich, von Korkut. Weil dann braucht man ihn ja eigentlich auch nicht, weil das ist ja auch, dafür ist er zu populär. Mhm. Und solche Spieler bringen ja auch immer Unruhe rein, wenn sie auf der Bank sitzen und sagen, ja, jetzt ist der Prinz wieder auf der Bank und so weiter und so fort. Deswegen fand ich die Entscheidung von Fredi und dann eben, dass sie letztendlich nicht umgesetzt wurde von den Trainern, schon speziell, weil man fragt sich ja immer, wenn solche Ideen entwickelt werden, vom Management geht man ja von aus, da gibt es auch eine sportliche, also sprich ein Trainerteam, was sagt, ja, eine gute hätte Idee, man meinen sollen, ja. Genau. Nun denn. Aber also für mich persönlich als Hertha-Fan, ich fände es total schön, wenn so jetzt die Schleife auch für ihn drum kommt. Für ihn, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er nächstes Jahr nochmal spielt. Ich glaube, wenn er jetzt den Klassenerhalt klar macht mit drei, vier guten Einsätzen am Ende, dann ist vielleicht auch Schluss. Ich glaube schon. Und dann wäre es auch okay. Er hat ja wann war das, der Pokalsieg mit Frankfurt? 2018. Am Ende des Jahres haben wir eine Geschichte gemacht, mein schönstes Erlebnis des Jahres. Mhm. Und da hat er ja gesagt, er ging dann ja wieder nach
Italien? Ja, Sassuolo. Er hat in diesem Gespräch gesagt, das ist sozusagen das Happy End seiner Karriere, seine Karriere in Berlin zu beenden. Ja. Und insofern, wenn er konsequent wäre, müsste er das machen. Andererseits, er ist unheimlich sympathisch. Absolut. Er ist ein Hingucker in der Bundesliga und insofern wäre es schade, wenn er nicht mehr da ist, finde ich. Finde ich auch. Weil das Problem des Fußballs ist ja, man, diese Leute stehen dann so jahrelang im Scheinwerferlicht und das dimmt dann so runter. Und ich finde es besonders, ja, will ich sagen, tragisch, aber wenn gerade bei so Paradiesvögeln wie ihm, ich hoffe, das meine ich jetzt wirklich mit voller Respekt, nicht falsch verstehen, wenn da dann so das Licht runterdimmt. Ich finde, bei Michael Ballack ist es nicht so schlimm, wenn das so ein bisschen dunkler wird, weil es ist eh, sag ich mal, ein guter Fußballer, aber eben so als Persönlichkeit finde ich nicht, aber so Kevin Prince Boateng ist irgendwie ein toller Typ, so in jeder Hinsicht. Absolut, also das Schönste, was ich mir vorstellen könnte, wäre, Hertha gewinnt in Bielefeld und er macht irgendwie noch ein Tor, Klassen halt dran und dann sagt er, okay, das war's und fertig ist. Ja. Eine letzte Frage noch, solange können übrigens alle natürlich noch weiter fleißig voten. Ich weiß gar nicht, wie viel du dazu sagen kannst, aber ich frage dich einfach, die Frage kommt von Tim, von Veit an Tim, wie geht's eigentlich Dieter Hoeneß? Ich gebe sie nur weiter. Ich habe das letzte Mal, dass ich mit Dieter Hoeneß gesprochen habe, nimmt er mich hoch, der Kollege Falsch? Ich glaube, du hast mal ein Themenfrühstück erzählt. Ich habe eine neue Rubrik hier offenbar, die heißt Frage an Tim. Also wir können da auch weitermachen. Achso, weil tatsächlich habe ich im Zusammenhang mit dem Interview mit Sebastian Hoeneß, Sohn von Dieter Hoeneß, das wir ja in der aktuellen Ausgabe haben, kannst du nochmal zeigen, seit letztem Donnerstag am Kiosk. Richtig. Auch nochmal mit seinem Vater gesprochen, weil der anrief. Ja. Und sagte, ja, das war ja ein interessantes Interview, was sie mit meinem Sohn da geführt hat. Und da klang er am Telefon eigentlich ganz gut gelaunt und aufgeräumt. Mhm. Insofern gehe ich mal davon aus, es geht ihm gut. Super. Hoffe es. Das freut uns doch. dann gucke ich nochmal rein, aber ich glaube, erstmal soweit alles gut. Gut. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Ebenfalls, ja. Und falls weitere Fragen zum allgemeinen Leben sind, vielleicht auch Kochrezepte, was auch immer, ich bin Freitag wieder hier. Ich muss sagen, wie Aachen heute Abend spielt, sonst geht er heute Abend nicht nach Hause. Oh. Ja. Wer soll das sagen? Karl möchte gerne wissen, wie Alemannia Aachen heute spielt. Die Frage geht an mich. An dich, ja, ja. Gegen wen spielen sie denn? Aalen. In Aalen. Was soll das denn? Ähm, 0-2 Auswärtssieg. Oh. Das ist doch mal gut. Stimmt, ich habe aber auch in letzter Zeit sehr gut getippt. Es sind noch sehr viele Wettschulden hier offen bei den Kollegen. Da muss ich auch gleich nochmal in Medias Res gehen. Bitte diese Frage nicht am Freitag stellen. Ich werde nicht verraten, wer seine Wettschulden nicht bezahlt. Alles klar. Das kläre ich mit den Kollegen intern. Aber ich würde sagen, mit dieser schönen Aussicht für die Alemannia entlassen wir euch in den Mittwoch und sehen uns morgen an gleicher Stelle wieder. Du? Nee, du auch nicht, oder? Nee, ich bin Freitag wieder hier. Zwei andere Kollegen, die werden das sicher auch ganz gut machen. Alles klar. Bis Macht's dann. Gut. Ciao, ciao.